Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend bei Mika Caravan. Ihr seid bei uns auf dem Kanal in dem schönen Dinkelsbühl und ich will gar nicht lang reden. Heute machen wir ein relativ kurzes Video beziehungsweise eine kurze Ansage, weil muss auch mal gleich zur Sache sehen. Schauen wir mal in die Werkstatt, was wir da alles für euch haben. Ich sage nur Stichwort T6. Da steht er in voller Pracht. Was haben wir hier alles verbaut? Ich habe es euch schon verraten, ihr wisst es. Es sind nur ein paar Highlights hinzugekommen. Ich habe euch hier vorne, bitte nicht wundern, da ist nur ein bisschen was zerlegt. Das müssen wir nur, beziehungsweise hier muss die Alarmanlage noch eingerichtet werden. Wir haben verbaut hier unten einen Wechselrichter von WCS. Hier spitzt er nur ein klein bisschen vor. 2060er Kombi. Wir haben unterm Beifahrersitz einen Lithium-Akku verbaut. Auch das habe ich euch schon gezeigt im ersten Video. Da werde ich euch das Video dazu verlinken. Dann haben wir verbaut noch einen Lithium-Akku. Dazu schauen wir mal nach hinten, wo wir den verbaut haben. Und dann haben wir noch ein echtes, mal kurz hier hinter. Und zwar haben wir hier hier unten, Moment, ich mach mal auf. Hier haben wir jetzt das weitere Fach eröffnet und da haben wir nochmal einen Lithium-Akku verbaut. Und was das Fahrzeug ja überhaupt gar nicht hatte, Solaranlage, auch die haben wir aufs Hubdach verbaut. Die habe ich euch hier auch schon mal gezeigt. Hier haben wir drei Flexi-Module drauf gemacht. Entsprechend, nee, halt, stopp, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, 4 waren es, genau. Die haben wir drauf gemacht mit dem entsprechenden Solarregler, den wir verbaut haben. Den haben wir hier reingebaut, einen Büttner MPPT-Regler. Und dann haben wir, also meiner Meinung nach, hier für den T6 echt richtig Gas gegeben, weil was hier noch gar nicht war, ist hier diese Bodenklappe. Ihr seht, die haben wir neu dazu gemacht. Ich mache jetzt die mal auf mit einem Magnetverschluss einfach rausziehen und dann kommt man hier an eine Besonderheit ran und zwar einen Gasboiler. Das Fahrzeug hat ja von Haus auf kein warmes Wasser. Jetzt hat er warmes Wasser. Hier ist ja die Gaskartusche. Wir haben hier einen Gasboiler eingebaut, so dass die Außendusche einmal hier ansässig mit dem Anschluss hier jetzt auch mit Warmwasser funktioniert. Und dann haben wir natürlich auch noch im Waschbecken von das Wasser verlegt und haben auch hier einen neuen Wasserhahn verbaut, so dass auch hier jetzt Warmwasser kommt. Das heißt, wir können warm spülen, wir können warm duschen, uns warm waschen. Das alles haben wir hier in den T6 eingebaut und das ist schon richtig, richtig geil. Es hört sich jetzt relativ wenig an, ich muss euch sagen, also ich hoffe, ja, der Kunde wird es hören, aber nein, das ist nur Spaß, aber das Auto hat uns echt Nerven gekostet. Er hat ja auch noch eine Titronic-Alarmanlage bekommen. Das war da nur das kleinste Übel. Die Therme hier, die hat uns richtig Energie gekostet. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben die unten untergebaut. Wir mussten den Ausschnitt machen. Natürlich hier sauber durch, weil hier ist das Ablassventil. Das muss man hier reinbauen für den Winter, damit man das Wasser ablassen kann. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich der Anschluss dementsprechend gewährleistet, die Wasserverteilung neu machen, damit es alles passt. Und das ist schon echt eine Nummer. Und jetzt gehen wir mal kurz unter das Auto und ich hoffe, weil das Auto so niedrig ist, ich kriege das hier so ein bisschen mit meinem Gimbal auf die Reihe. Hier haben wir noch eine Testflasche stehen. Hier haben wir, wo ist er? Aus Rucksedern. Na, kleinen Moment. Da, jetzt haben wir ein Bild. Das ist der Gasboiler, den wir hier drunter gebaut haben. Dementsprechend funktionell. Die Flasche, bitte nicht wundern, die steht jetzt hier nur als Testvariante.
weil wir müssen die Luft rauskriegen aus der Leitung, wir müssen die Zündung gewährleisten. Also das funktioniert alles, das wird morgen alles noch umgeschlossen, damit es alles fix und fertig funktioniert. Und dann haben wir hier eben diesen Boiler verbaut. Und das war echt geile Geschichte, also richtig cool. Schön unter das Auto, damit eben der Kunde jetzt auch warm Wasser hat. Und das finde ich schon echt richtig starke Nummer. Gefällt mir sehr gut, ist richtig schön geworden. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, haben wir hier die Displays verbaut. Einmal hier den Wechselrichter zum Einschalten entsprechend, damit wir auf alle Steckdosen 230 Volt haben. Zum Zweiten hier die Therme als Warmwasserboiler. Und ja, dann kann das Auto autark stehen. Also ich behaupte jetzt einmal, hier kann man richtig autark stehen, weil jetzt ist nur noch die begrenzende Masse des Wasser. Das ist das Einzige, was einen noch zum Auffüllen zwingt und die Autarkie eingrenzt. Aber ansonsten haben wir hier alles umgesetzt und dementsprechend gemacht. Er wird jetzt morgen früh gar fertiggestellt, schön sauber gemacht, noch einmal durchgeputzt. Und morgen Nachmittag wird er den Kunden übergeben. Ich strahle das Video auch erst morgen Abend aus, weil ich will den Kunden natürlich die Überraschung nicht nehmen, damit er das auch schön alles genießen kann und ausprobieren kann, wenn er das Fahrzeug holt. Hier haben wir nochmal die Solarplatten verbaut. Ihr seht es, eine Platte, zwei Platten, drei Platten und vier Platten. Viermal 110 Watt und zweimal 100 Amperestunden Lithium. Mit dem Wechselrichter komplett die Elektrik neu machen und dann entsprechend das Warmwasser. Also das ist schon mal eine geile Geschichte. Ich muss wirklich sagen, das Auto hat es wirklich in sich. Ihr müsst euch vorstellen, ein Wohnmobil zu bauen, ist eine Sache. Das funktioniert, das ist toll. Und da muss man auch wirklich sagen, da hat man auch Platz mit die Kabel ziehen, da geht es einigermaßen. Aber einen Kastenwagen zu bauen, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das sagen ja auch andere, meine Kollegen, ein Kastenwagen ist schon echt speziell, weil man halt sehr viel verbaute Ecken hat. Es ist einfach alles anders. Es ist enger verbaut, man kommt schlechter von A nach B, um Kabel durchzuziehen. Die ganze Konstruktion ist halt einfach viel enger und viel kleiner. Und jetzt noch hier ein California umzubauen, das ist die Steigerung von einem ganz normalen Van-Kastenwagen, ein T6, in diese Richtung autark zu machen, platztechnisch hier die ganzen Geräte unterzukriegen, sodass sie nicht groß stören, weil wir möchten ja auch, dass der Kunde dennoch seine ganzen Kästen zur Verfügung hat, dass er überall hinkommt, dass er überall seine Sachen verstaut kriegt. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung. Und dann die vorhandene Elektrik, die vorhandenen Steuergeräte, die vorhandenen Thematiken wieder so umzubauen, dass hier alles dementsprechend richtig sitzt, das ist schon echt eine knalle Herausforderung. Also das ist schon, muss ich schon sagen, echt heftig. Und ich muss sagen, muss ich mir gut überlegen, ob ich das noch ein zweites Mal mache, ein T6. Weil, der kostet schon richtig Nerven. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier habe ich mir auch in der Zeit echt ein bisschen verschätzt. Also der schluckt Stunden, das ist Wahnsinn. Also rechnerisch Wahnsinn. Aber gut, ist wie es ist. Jedenfalls, ich hoffe, dass der Kunde wirklich damit sehr zufrieden ist. Ich wäre mega stolz auf das Auto, weil der macht manch einem Wohnmobil so richtig was vor. Und das ist schon eine richtig geile Sache. Also da hoffe ich doch, wird der Kunde sehr glücklich sein. Und wenn er die nächste Schweiz-Tour macht, um Berge zu erklimmen, wird ihn hoffentlich das Auto gute Dienste erweisen und in positiver Weise an uns denken. Was steht noch so an die Woche? Einiges. Heute haben wir wieder ein Fahrzeug fertiggestellt. Da haben wir eine Satellitenschüssel versetzt. Dann haben wir einen Tourneé ausgeliefert, den haben wir fertig gemacht. Hier steht schon der nächste Tourneé, der morgen schon so gut, er ist schon so gut wie fertig. Der wird jetzt noch gar fertig gemacht zur Auslieferung. Morgen früh nochmal schnell durchgeputzt,
paar Kleinigkeiten noch installiert, geguckt, ob alles passt, Funktionstests gemacht. Ganz wichtig bei uns, bei jedem Auto, wo wir übergehen, alles testen, 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 damit alles funktioniert und alles passt. Dann haben wir noch die Woche ein Cartago-Liner, wo wir die Hubstützen reparieren müssen und noch ein paar andere Sachen gucken müssen. Dann müssen wir uns noch um dieses schmucke Teil hier kümmern, um den Mobilwetter. Der steht auch auf der Liste. Und dann haben wir hier hinten noch einen stehen. Da müssen wir auch ein bisschen was machen. Der kriegt noch ein paar Kleinigkeiten, wo wir hier noch verbauen müssen. Das war derjenige, wo eine Solaranlage verbaut worden ist, aber die ist nicht wirklich angeschlossen gewesen, weil kein Solarregler mit verbaut wurde. Also auch so ein Katastrophenauto. Und ja, dann haben wir heute wieder eine Lieferung bekommen von zwei Tournees. Die stelle ich euch aber im nächsten Video vor, was wir da alles Schönes mitmachen. Wahnsinn, oder? Was bei uns los ist. Der T6, finde ich, ist richtig cool geworden. Also das ist ein richtig geiles Auto. Hat natürlich auch irre Spaß gemacht. Probleme lösen ist immer so ein Riesending. Aber da muss ich sagen, wieder ein ganz, ganz großes Lob an meine Mitarbeiter. Top Jungs, top Leistung. Die geben sich Mühe, die gucken, wo was zu holen ist, wie man was lösen kann. Und da muss ich wirklich sagen, Herrgott, lieben Dank, dass ich so tolle Mitarbeiter hier bei uns, bei Mika Caravan habe, die mit uns den Weg gehen. Und auf unseren letzten Aufruf hin hatte ich auch oder habe ich auch ein paar Bewerbungen bekommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir jetzt Freitag, glaube ich, Samstag wird noch einer kommen. Gestern war einer da. Toll, 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 muss ich wirklich sagen. Super. Da geht jetzt auch wieder ein bisschen was vorwärts. Und da können wir dann auch wieder jemanden einstellen. Finde ich super. Und wenn auch er unsere Philosophie verfolgt und unseren Weg mitgeht, mega, dann haben wir wieder unser Team verstärkt. Ganz toll. Und da bin ich echt mega stolz drauf, auf unsere Jungs. Weil das ist alles nicht immer so selbstverständlich. In so einem Familienbetrieb oder in so einem Kleinbetrieb ist das schon immer so eine Sache. Da muss jeder jeden ein bisschen unterstützen. Und das muss ich wirklich sagen. Jungs, vielen, vielen Dank dafür. Kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich bin auch mega stolz, dass wir solche Projekte immer wieder kriegen. Tolle Sache, macht richtig Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen anderen Dinge, wo wir gesehen haben und auf unsere Tournees, wo wir ausliefern und. Da passiert ganz viel, da freue ich mich schon richtig. Da geht es wieder zur Sache und bleibt auf alle Fälle dran. Schreibt uns eure Wünsche, eure Kommentare unten rein. Ich freue mich drauf. Über einen Daumen nach oben natürlich ganz genauso, weil ich finde es genauso spannend, euch das Ganze auch immer wieder zu zeigen und euch mitzunehmen bei der ganzen Geschichte auf unserer, ich sage immer, auf unserer Reise in die Technikwelt, was alles geht, was wir alles machen. Und mit dem warmen Wasser bei dem T6, das war schon echt knallig, also muss ich wirklich sagen, top. Und ja, in dem Sinn, vielleicht nur ein kleines Abo, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und wie versprochen, spätestens alle 2-3 Tage gibt es wieder News aus Dinkelsbühl. Bleibt gesund, bis bald und ich wünsche euch nur einen wunderschönen Abend. Ciao, macht's gut.